Und er, das kann er nicht glauben. Und welchen Sinn sollen das eigentlich machen? Schaufensterprojekte für EID, für sowas macht man doch, das testet man noch nicht in Schaufenstern, das sind doch Identitäten. Und ich so ein bisschen, aber Minister Habeck, in Ihrem Haushalt stehen dafür 21 Millionen Euro drin. Herzlich willkommen zum Videoausschussreport zum Digitalausschuss vom 6. Juli 2022. Es ist der letzte Videoreport vor der Sommerunterbrechung. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im September. Diesmal hatten wir Minister Habeck zu Gast. Außerdem war dort, das werde ich aber nur ganz kurz vorstellen, eine Expertenkommission, die ihr Jahresgutachten zu Forschung und Innovation in Deutschland vorgestellt hat. Außerdem geht es um das Thema elektronische Identitäten. Da gab es am Montag, dem 4.7. eine Anhörung, von der ich euch erzählen will. Und dazu haben wir RegierungsvertreterInnen im Digitalausschuss befragt. Aber jetzt geht es erstmal um Minister Habeck. Minister Habeck war digital zugeschaltet und hat uns zuerst die digitalen Prioritäten seines Ministeriums für Wirtschaft und Klima vorgestellt. Natürlich spielt da Nachhaltigkeit eine Rolle. Es geht aber auch um digitale Souveränität und ist ja Wirtschaftsministerium, auch um Industrie und Digitalisierung. Mittelstand spielt eine große Rolle und solche Geschichten. Und danach haben wir natürlich jede Menge Sachen gefragt. Zum Beispiel, als er uns erzählt hat, dass es nagelneu ein Referat Nachhaltigkeit und Digitalisierung gibt. Kam mir irgendwie bekannt vor. Stimmt, so ein neues Referat gibt es auch beim BMDV. Keine Ahnung, ob und wie die sich abstimmen, was genau dieses Referat im BMWK macht, weiß man auch noch nicht, weil es wird ja noch aufgebaut. Aber einen Stellenplan gibt es schon, alles Weitere vielleicht im September. Das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung interessiert mich natürlich besonders. Ich hatte im letzten Jahr in einer kleinen Anfrage dazu an die Bundesregierung viele Fragen geschickt. Da gab es auch Antworten vom BMW, damals noch ohne K. Und da ging es um die Nachhaltigkeit der Rechenzentren. 27 Rechenzentren soll es im Wirtschaftsministeriumsbereich geben. Von diesen 27 hat kein einziges den blauen Engel für Rechenzentren. 22 von 27 konnten nicht einmal sagen, ob sie erneuerbare Energien verwenden. Nur 2 benutzen klimafreundliche Kältemittel. 22 von 27 benutzen klimaschädliche Kältemittel. Von den 27 Rechenzentren des Wirtschaftsministeriums hat kein einziges angegeben, dass es Abwärme nutzt. Manche haben angegeben, dass sie keine Angabe machen, also es irgendwie nicht wissen. Ich habe Minister Habeck gefragt, ist die Datenlage seit 2021 ein Hauch besser geworden und ist auch die Klimafreundlichkeit der Rechenzentren in seinem Geschäftsbereich besser geworden? Mich hat nicht wirklich überrascht, dass er diese Frage nicht beantworten kann. Wer weiß das schon so genau als Minister? Aber er fand die Frage hochinteressant, hatte das noch nicht gewusst, überrascht mich auch nicht, nimmt das aber mit und will sie mir schriftlich beantworten. Auch die Nebenfrage, mit welchem Maßnahmekatalog man die Nachhaltigkeit in Rechenzentren verbessern will. Ich bin super gespannt auf die Antwort. Sehr überrascht zeigte sich Minister Habeck auch bei einer anderen Frage von mir, nämlich zum Thema digitale Identitäten. Das Thema selber, dazu gibt es nachher noch ein bisschen mehr. Hier habe ich ihn fragen wollen, ob denn bei den Schaufensterprojekten für elektronische Identitäten, für die er die Federführung hat, ob da der Bundesdatenschutzbeauftragte einbezogen wird. Das war nämlich, ihr erinnert euch, bei dem ID-Wallet-Fail von Minister Scheuer kurz vor der Bundestagswahl nicht der Fall gewesen. Minister Habeck guckte ein bisschen irritiert und sagte, also mit elektronischen Identitäten, da hat er nichts am Hut, da müsse man das BMI fragen. Ich, nee, ganz so ist es nicht. Also das BMI ist für bestimmte Aspekte zuständig, für andere das BMDV. Aber für die Schaufensterprojekte, die ja viel mit Förderung bei Wirtschaftsunternehmen zu tun haben, zum Thema EID hat er selber die Federführung. Und er, das kann er nicht glauben und welchen Sinn sollen das eigentlich machen? Schaufensterprojekte für EID, für sowas macht man doch, das testet man doch nicht in Schaufenstern, das sind doch Identitäten. Und ich so ein bisschen, aber Minister Habeck, in Ihrem Haushalt stehen dafür 21 Millionen Euro drin. Naja, ebenfalls konnte er die Frage nicht beantworten, ob und wie da der Bundesdatenschutzbeauftragte mit einbezogen ist. Ich glaube, er hat mir bis zum Schluss nicht geglaubt, dass er dafür die Federführung hat. Und wisst ihr was? Das war so ein gutes Beispiel dafür, wie die Digital Governance in dieser Bundesregierung einfach komplett verkackt ist. Kann es nicht höflicher ausdrücken. Gerade beim Beispiel digitale Identitäten. Da haben wir einmal das europäische Projekt, über das wir in der Anhörung viel gesprochen haben, die eIDAS-Verordnung.
Dafür hat die Federführung das Verkehrs- und Digitalministerium. Für die Schaufensterprojekte, wie eben erläutert, ist es der Habeck von Wirtschaft und Klima. Dann gibt es aber noch das sogenannte Laborformat, ressortübergreifend. Das hat aber vier federführende Ressorte. Und das ist das Kanzleramt, das BMF, es ist außerdem das BMDV und das BMWK. Das heißt, insgesamt haben vier Ministerien irgendeine Federführung für elektronische Identitäten. Das kann und das wird nicht funktionieren. Ich hatte ja noch so viele Fragen und eigentlich waren mehrere Fragerunden geplant, aber Minister Habeck hatte nur eine Stunde Zeit und leider, leider fiel da mitten hinein ein Hammelsprung. Es sollte für das Thema Energiesicherung der Kanzler in den Plenarsaal gerufen werden. Dazu braucht es eine Mehrheit. Die musste per Hammelsprung festgestellt werden. Also sind wir da alle abgezogen, Gebäude gewechselt, Hammel gesprungen und wieder zurück. Und dann hatte Minister Habeck leider keine Zeit mehr und war auch nicht mehr da. Wir haben uns dann mit dem nächsten Thema beschäftigt, nämlich mit der Expertenkommission zur Forschung und Innovation in Deutschland, die einmal im Jahr einen Bericht vorlegt. Den Bericht verlinke ich euch unten. Ihr könnt ihn euch sehr gerne im Detail angucken. Würde heute den Videoreport zu sehr aufblasen, wenn man da jetzt en Detail berichtet. In a nutshell ging es um die Rolle von Schlüsseltechnologien in Deutschland, wie wir da so stehen im Vergleich, wie wir wahrscheinlich stehen werden im Vergleich. Spoiler, sieht richtig schlecht aus für Deutschland. Wettbewerbsfähigkeit mehr so, Tendenz mehr so. Also da muss ich sehr viel mehr tun. Man hat sich im Report auch das Thema digitale Gesundheit nochmal angeguckt. Da gab es also auch viel Fundamentalkritik, keine zentrale Steuerung, keine vernünftige ganzheitliche Strategie, keine Einbeziehung der Akteure im Gesundheitswesen. So kann es nur schief gehen und wie wir alle wissen, so geht es ja auch gerade schief oder schon seit vielen Jahren. Zwei kleine Themen würde ich nur kurz zitieren wollen. Einmal ging es um Gaia-X. Die haben also sich sehr skeptisch in dem Gutachten zu Gaia-X geäußert, also zu der souveränen Europa-Cloud, für die man da gerade irgendwelche Standards und Angebote entwickelt. Ich wollte dann mal wissen, was ist denn da gerade so der Stand? Also wie schätzen Sie das ein? Und finden Sie es eigentlich schlimm, dass im nächsten Haushalt wahrscheinlich das Gaia-X-Budget um die Hälfte gekürzt werden soll? Die Antwort war dann doch sehr deutlich, nämlich Sie finden Förderung nur dann sinnvoll, wenn sie sinnvoll ist, mit anderen Worten, für eine begrenzte Zeit, für ein Projekt, das sich als erfolgreich herausstellt. Sie sagen, wenn sich nach ein paar Jahren herausstellt, dass es irgendwie nicht von alleine fliegt, dann so schnell wie möglich den Hahn zudrehen. Sie haben also gar kein Problem damit, dass man das Budget halbiert. Es klang eher so nach, dreht den doch ganz zu. Fanden wir auch mal toll, Gaia-X, aber jetzt ist es irgendwie tot. Zweites Thema, das ich interessant fand, war auch die Betrachtung zum Thema Governance. Also wie besonders schlecht die digitale Governance in der Ampelregierung organisiert ist, das sehen die nämlich ganz genauso. Die hätten gerne eine zentrale Steuerung gehabt. Sie sagen, eigentlich braucht man das immer noch, dass die mit der Digitalstrategie einfach nicht zu Potte kommen. Wäre auch eine Folge dieser Verantwortungsdiffusion und das Mindeste, was man tun müsste, wenn man keine zentrale Steuerung zum Beispiel im Kanzleramt hat, wäre eine wöchentliche Kabinettssitzung, eine wöchentliche Kabinettsabstimmung, wo man sich zu digitalen Fragen austauscht, Doppelungen, Widersprüche und so weiter ausräumt. Zum dritten und letzten Thema für heute, elektronische Identitäten. Wie gesagt, fand am Montag eine große, interessante Anhörung dazu statt. Die empfehle ich euch, wenn ihr irgendwie die Zeit habt, auch im Ganzen anzuhören. Hat ungefähr 2 Stunden gedauert und die Aufzeichnung findet ihr auch da unten verlinkt. Genauso wie 8 Stellungnahmen von Sachverständigen, die ihre Stellungnahmen eingereicht haben. Es gab Sachverständige aus allen möglichen fachlichen Hintergründen, aus der Wissenschaft, zum Beispiel von verschiedenen Fraunhofer-Instituten, aus der Wirtschaft, vom Bitkom war jemand da. Es war jemand von der Bundesdruckerei da, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen bei dem Angebot von bestimmten Zertifikaten. Und es waren unabhängige Experten aus der Zivilgesellschaft da, zum Beispiel Christian Kahlo, der sich schon sehr lange mit dem Thema befasst, und Flübke vom Chaos Computer Club. Manchmal war es auch ein bisschen unterhaltsam, zum Beispiel bei diesem Moment, da ging es um Monopole. Hört mal rein. Also vielleicht kurze Erläuterung, das ist keine Monopolstellung, sondern ein marktoffenes Modell mit noch genau einem Marktteilnehmer. Also das ist dann aber kein Monopol, oder? Genau, es ist kein Monopol, sondern es ist ein marktoffenes Modell mit noch einem Marktteilnehmer. Und das ist zumindest erstmal definitorisch ein Unterschied. In der Praxis ist es kein Unterschied.
Es gab doch überraschend viel Konsens in der Sachverständigenrunde, zum Beispiel um die Qualität und die Rolle und den Zustand des elektronischen Personalausweises, die elektronische ID in Deutschland, die, viele wissen das gar nicht, schon seit 12 Jahren auf dem Markt ist. Tatsächlich war sie wahrscheinlich ihrer Zeit voraus. Diese elektronische ID, sie entspricht auch heute noch höchsten technischen Standards. Sie ist mit Security by Design entwickelt worden. Sowohl das Bundesamt für Sicherheit in der IT ist happy, der Bundesdatenschutzbeauftragte ist happy, der Chaos Computer Club ist happy, Bitkom findet das Teil toll. Eigentlich fanden es alle super, aber über 40 Millionen der BürgerInnen in Deutschland haben so eine elektronische ID mit ihrem Personalausweis schon, aber nicht einmal 9% benutzen sie. Und da waren sich bei den Ursachen eigentlich auch so ziemlich alle Sachverständigen einig, woran das liegt. Erste Ursache: viel zu wenig Anwendung. Was nutzt mir die schönste ID, wenn ich die für nichts verwenden kann? Zu wenig Anwendungen in der digitalen Verwaltung, weil analoge Verwaltung. Zu wenig Anwendungen in der Wirtschaft, weil große technologische Hürden, organisatorische Hürden, finanzielle Unkalkulierbarkeit und die erwähnte Monopolstellung, die eigentlich gar keine ist, weil ein Marktteilnehmer. Ja, also zu wenig Anwendungen, ein Grund. Es gab noch den weiteren Grund, nämlich eigentlich gab es überhaupt keine Öffentlichkeitsarbeit. Könnt ihr euch erinnern, dass irgendwo mal Busse beklebt waren, Werbung in der U-Bahn war oder ihr irgendwo Zeitungsanzeigen dazu gesehen habt? Wahrscheinlich nicht. Hat es im Prinzip auch nicht gegeben, wie Christian Kahlo, Sachverständiger, mehrere Beispiele erklärt hat, sind mehrere Jahre hintereinander die Öffentlichkeitsbudgets einfach komplett gestrichen worden. Solche Kampagnen gab es im Prinzip nicht. Das ist sehr bedauerlich, weil was kein Schwein kennt, frisst kein Schwein. Verbesserungswürdig scheint auch die Nutzerfreundlichkeit zu sein. Das ist zwar gar nicht mehr so kompliziert wie früher, also irgendwelche Lesegeräte braucht man nicht mehr. Heute kann man den Personalausweis auch mit dem Smartphone benutzen, in dem so ein kleines NFC drin ist. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was ihr, wenn ihr beim Bezahlen elektronisch, weiß ich, irgendein Supermarkt, wenn ihr da nur eure Karte ranhaltet und das dann so miep, miep macht, Karte bestätigt, das ist genau das Gleiche, wie das mit dem digitalen Personalausweis kommunizieren kann. Also kein Lesegerät mehr nötig, aber man braucht die Ausweis-App 2 auf dem Handy. Die soll nicht besonders nutzerfreundlich sein. Ich gestehe, ich habe sie noch nicht. Aber ich habe auch Leuten hören, es soll eine Neuauflage entwickelt werden, die dann hoffentlich nutzerfreundlicher ist. Und einer der Sachverständigen, Peter Paritschek von Fraunhofer, der hat auch erklärt, besondere Probleme gäbe es, wenn man den elektronischen Personalausweis am Computer nutzen will, also nicht irgendwie mit dem Handy. Darauf sei das irgendwie gar nicht eingestellt, weit hinter dem Stand der Technik zurück und es gäbe bis zu 100% Abbrüche. Das ist dann natürlich nicht sehr nutzerfreundlich, aber die gute Nachricht, wir haben ja 2 Tage später im Digitalausschuss auch darüber gesprochen und dazu nahm Staatssekretär Saathoff von der SPD direkt Stellung, hat gesagt, A, es soll mehr Anwendungen geben, das OZG als Magic Bullet soll hier Wunder wirken, B, man will die Nutzerfreundlichkeit erhöhen, C, man möchte tatsächlich eine Marketingkampagne starten und als ich nach D gefragt habe, nämlich wird man auch umsetzen, was eigentlich schon angelegt ist im EPA, nämlich eine pseudonyme Nutzung zu ermöglichen, auch um Überidentifikation zu vermeiden, weil was will ich mich irgendwo einloggen und überall meinen Klarnamen sagen, also da ich ja durch die Hintertür eine Klarnamenpflicht im Internet, wer will das schon? Da fragte ich also, wird das umgesetzt? Dann gibt es gleich automatisch mehr Interesse für Anwendungsfälle. Und da hat er auch gesagt, ja, das kommt. Und auch ums Monopol ging es noch einmal. Ich habe ihn nämlich auch gefragt, kann man denn da nicht auch die Preise regulieren? Weil das ist ja jetzt kein Wirtschaftsunternehmen. Die Bundesdruckerei, die gehört zu 100% der Bundesregierung. Das heißt, sie kann ja auch sagen, ihr müsst da nicht Millionen Gewinne machen. Ihr könnt ja auch eine schwarze Null schreiben. So. Dann wird es automatisch preiswerter und kalkulierbarer für potenzielle Anbieter. Da hat er gesagt, na, so einfach wäre das jetzt nicht, aber man wird untersuchen, ob es ein Marktversagen gibt. Und wenn das festgestellt wird, wird man es eventuell in hoheitliche Kontrolle nehmen und das dann einfach ganz selber machen. Vielleicht macht es dann doch die Bundesdruckerei, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, da tut sich was und das klang nicht verkehrt.
Bei der Anhörung ging es recht umfangreich, aber nicht bloß um den elektronischen Personalausweis, den man überwiegend super fand, sondern, was man weniger super fand, um die SSI, die Self-Sovereign Identity, die in der Regel zusammen mit einer sogenannten Distributed Ledger-Technologie kommen. Die meisten denken da sofort an Blockchain und liegen damit auch nicht falsch. Das BSI vertritt übrigens in der Anhörung die Auffassung, dass SSI ja gar keine Technologie sei, sondern mehr so ein Standards oder Prinzipien wie Dezentralität, wie der Nutzer, die Nutzerin kann selbst darüber bestimmen, welche Teile der Identität sie mit wem teilen. Aber die meisten haben es schon ein bisschen anders gesehen und zumindest im Kontext, das immer mit Blockchain verbunden. Das ist übrigens genau die Kombo, die auch dieser ID-Wallet-Fail gewesen ist. SSI plus Blockchain musste failen, ist auch big gefailed. Die Position hatten eigentlich fast alle. Unausgereifte Technologie, viele Unsicherheiten, schafft mehr Probleme, löst kein einziges. Und manche haben es auch ganz hart gesagt, ist einfach eine Technologie, die sich überhaupt nicht für Identitätsmanagement eignet. Flübke, der Sachverständige vom Chaos Computer Club, hat auch gesagt, diese vielen Millionen, die in bisherigen Haushalten, da waren es wohl schon über 100 Millionen insgesamt, aber auch in künftigen Haushalten immer noch für die Förderung dieser überflüssigen Technologien investiert werden, ein Bruchteil davon hätte man nehmen können, um den elektronischen Personalausweis attraktiver und nutzbarer zu machen. Er empfiehlt, alle Fördergelder für SSI und Blockchain-Kombos sofort einzustampfen und umzuwidmen für den EPA. Eine besondere Kritik zur Kombo SSI und Blockchain hat zu tun mit der Signierung von Daten. Wir reden ja von Identitätsdaten. Wir reden also davon, eine staatliche Identität, ja, ich, Anke Domscheit-Berg, die offiziell zu beglaubigen mit einer Signatur. Und dieser Datensatz mit der Beglaubigung, der kann weitergegeben werden an Dritte. Und da wird es dann richtig interessant, weil daraus entwickeln sich dann potenziell hochattraktive Geschäftsmodelle. Das ist quasi Datengoldstaub, wenn ich reale Identitäten habe, die quasi staatlich beglaubigt sind. Die kriegst du dann aber auch nie wieder weg. Und deswegen ist das Prinzip des elektronischen Personalausweises weit überlegen, der die Richtigkeit einer Identität nur genau für den Moment bestätigt, wo ich diese Verbindung aufbaue mit meinem elektronischen Personalausweis, zum Beispiel über NFC ins Handy, aber nichts kreiert, was man dann beglaubigt weiterleiten kann. Das führt am Ende zu Geschäftsmodellen, die bösartig sind, wo also Geschäftsteilnehmer, Anbieter solcher Wallets zum Beispiel, die Daten einfach sammeln unter Vortäuschung falscher Tatsachen und dann auf irgendwelche Märkte bringen, wo die dann im Umlauf sind. Und das ist dann hochproblematisch, weil die Identität, die staatliche, die hat man ja von Geburt bis ans Ende seiner Tage und dann hat man ein Riesenproblem. Der dritte und letzte Aspekt, der bei der Anhörung und dann natürlich auch im Ausschuss eine Rolle spielte, war diese europäische Verordnung eIDAS, die zu gemeinsamen Standards führen soll. Oder zu einer Wallet oder zu einer eID auf Europaebene oder alle drei Dinge. Das ist offenbar noch ein bisschen ungeklärt. Es ist genauso ungeklärt wie der Umstand, ob da eine dauerhafte digitale Identität für jeden europäischen Bürger entstehen soll, wo sich einem so die Nackenhaare hochsträuben und wo auch Deutschland eine ganz klare Position hat. Bei uns hat ja schon das Verfassungsgericht vor Jahren entschieden, eine lebenslange digitale Personenkennziffer darf es nicht geben. Ja, ich weiß, ihr kriegt bei Geburt die Steuernummer, aber das ist in dem Fall nicht ganz das Gleiche. Also das wollen wir nicht, aber in Europa haben wir da im Moment keine Mehrheit. Und was passiert, wenn das da entschieden wird? I don't know. Aber Deutschland wird versuchen, es zu verhindern. Der elektronische Personalausweis entspricht übrigens den höchsten Sicherheitsanforderungen von eIDAS. Das gibt es nämlich schon eine Weile. Man kann da also elektronische Identitäten notifizieren. Der EPA ist dann notifiziert in der bisherigen eIDAS-Verordnung. Und der hat so ein lebenslanges Kennzeichen nicht. Der hat nämlich ein gerätespezifisches und ein dienstespezifisches Kennzeichen. Das heißt, wenn ich ihn benutze, um mich zum Beispiel bei Bank A einzuloggen, dann wird ein ganz bestimmtes Kennzeichen für diese Bank A generiert. Wenn ich aber mit Bank B mich identifizieren will, wird für diese Bank B ein anderes Kennzeichen generiert. Und das bleibt von diesem Gerät mit dieser Bank immer das Gleiche. Aber
auch nur, solange ich diesen einen Personalausweis habe. Und alle 10 Jahre müsst ihr den erneuern. Alle 10 Jahre gibt es also ein Reset und völlig neue Kennzahlen, auch zu Bank A und Bank B. Es gab noch viel mehr Themen, die in der Anhörung erzählt worden sind. Ich kann euch jetzt 2 Stunden plus nochmal 3 Stunden Ausschuss nicht alles so kurz zusammenfassen. Also guckt vielleicht mal rein. Das vielleicht noch zum Schluss. Die Kollegin Rebecca Weiß von Bitkom, die hat zum Schluss gesagt, dass sie sich sehr freut, dass es diese Anhörung gegeben hat. Seit Jahrzehnten wäre sie überfällig gewesen, dass man die unterschiedlichen Experten mal an einen Tisch setzt, über diese Themen austauschen lässt und dass es leider auch keine kohärente Identitätsstrategie gibt. Viel Verantwortungsdiffusion und solche Sachen. Das stimmt. Ich hoffe, Letzteres ändert sich. Die Begeisterung über die Anhörung, die teile ich und ich freue mich auch darüber sehr. Es war nämlich meine Idee und ich musste eine ganze Weile dafür kämpfen, dass diese Anhörung aufgesetzt worden ist. Und ja, ich halte sie auch für sinnvoll und ich gehe mal davon aus, es ist nicht die letzte ihrer Art. Das war's vor der Sommerpause. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwie wochenlang Urlaub. Nein, Abgeordnete arbeiten tatsächlich auch im Sommer. Da machen wir dann ganz viele andere Dinge, die ihr dann auf anderen Kommunikationskanälen auch weiterverfolgen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zugucken und guckt gerne wieder rein in meinen YouTube-Kanal im September, wenn es weitergeht.